Er sagt dann hier weiter, und unter anderem gehört zum Husn und Khuluq. Er sagt, das gehört zum Husn und Khuluq, aber in der Realität ist das eines der grundlegenden Elemente, woran die guten Charaktereigenschaften eines Mu'min gemessen werden. Das ist eigentlich eines der größten Grundlagen. Und zwar das Ertragen von Kränkung. Dass man die Kränkung anderer Menschen erträgt. Dass man nicht aufbrausend wird. Dass man das nicht mit ähnlichem kontert, sondern das erträgt. Das ist eine der ersten und grundsätzlichen Fundamente des Husn und Khuluq. Da hatte ich im letzten Dars auch die Aussage von Hasan al-Basri genannt, als er gefragt worden ist. Was ist der Husn und Khuluq? Er sagte, Bastul Wajh, das heißt ein fröhliches Erscheinungsbild. Das heißt, dass man seinem Bruder mit einem Lächeln begegnet. Ja, dass du ihm nicht mit einer schlechten Miene begegnest. Zweitens, Badlu al-Nada, al-Ma'ruf, Badlu al-Nada, Großzügigkeit. Und drittens, Kaful al-Ada, das Zurückhalten des al-Ada, Kränkung. Dass die Menschen, die Muslime vor dir verschont sind. Und dazu gehört auch das Ertragen von der Kränkung anderer Menschen. Daran wird der Husn al-Khuluq gemessen. Daher erwähnt er ja einen Vorfall, der in Sahihain überliefert wird, als ein Beispiel für diese Geduld des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass ein Beduine zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und ihn hier am Scheitel packte, an seinem Kragen, und daran zog, also ihn zudrückte. Der Rawi, der Überlieferer, sagt, man sah die Spuren oder die Abdrücke seines Kragens am Hals des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte zu ihm, ja Muhammad, O Muhammad, gib mir von dem Geld Allahs. Also das, was du hast, was du bekommen hast, gib mir etwas da. Wie würden eigentlich die meisten von uns reagieren in so einer Situation? Auf jeden Fall, der Prophet sallallahu alaihi wasallam lächelte ihn an und befahl einem der Anwesenden, ihm etwas abzugeben. Tayyib, ebenfalls erwähnt er in dem, wir haben ja gesagt, das ist eine Zusammenfassung, ne? In der längeren Version dieses Buches oder Ausführung des Buches erwähnt er einen Vorfall von Al-Ahnaf ibn Qais. Das ist auch ein Beispiel dafür, für diese Kraft des Ertragens, die Milde dieser Menschen, die trainiert sind. Das ist Training. Tarbiya, die Erziehung, ist eine Form des Trainings. Tazkiya ist ein Training. Man muss sich so trainieren, man ist nicht so geschaffen. Al-Ahnaf ibn Qais, man fragte ihn, von wem hast du die Milde gelernt? Al-Hilm. Von wem hast du die Milde gelernt? Er sagte, von Qais ibn Asim. Al-Qais ibn Asim, von ihm habe ich die Milde gelernt, den Hilm, diese Kraft, Dinge zu ertragen, Kränkungen zu ertragen. Und er sagte, und وَمَا بَلَغَ ذَلِكَ وَمَا بَلَغَ حِلْمُهُ. Er wollte ein Beispiel dafür haben. Er sagt dann, dass als er in seinem Haus saß, kam eine seiner Dienstmädchen mit einem Shiwa, das heißt so ein auf dem Spieß mit einem heißem Fleisch auf dem Spieß. Und sein Säugling, also sein Kind, was noch Säugling war, war auch anwesend und lag dort. Dieser Spieß, der noch heiß war, ist auf diesen Säugling gefallen, aus Versehen, das war keine Absicht von ihr, ist auf den Säugling gefallen und er ist auf der Stelle gestorben. Das Beispiel der Milde dieses Mannes und wie er das ertragen hat, ist
dass die Frau war natürlich erschrocken, ne? Dieses Dienstmädchen war erschrocken und er hat es auch angesehen, dass sie erschrocken ist. Und er sagte dann zu ihr, La raua alaik. La raua alaik. Ich habe keine Furcht, habe keine Angst. Du bist frei für das, du bist frei für Allah. Also ich lasse dich frei für Allah. So hat er das begegnet. Das ist diese Milde und diese Kraft, das zu ertragen. Ebenfalls wird überliefert, dass Uwais al-Qarni pflegte zu sagen, das hört sich vielleicht alles so lächerlich an, ne? Aber das ist einfacher gesagt als getan. Er sagte, es wird überliefert, wenn ihn die Kinder, unzüchtige Kinder mit Steinen oder so bewarfen, dann pflegte er ihn zu sagen, ja, ikhwata, in kana wala bud, farmuni bis sirar, li alla tudmu, saqi, fatamna'uni min as-salah. Meine Geschwister, wenn es sein muss, wenn es unbedingt sein muss, dass ihr mich mit Steinen bewerfen wollt, dann bewirft mich mit kleinen Steinen, damit meine Beine nicht blutig werden und ihr mich dadurch vom Gebet abhält. Ibrahim ibn Adham, einer der großen Salaf, einer der Zuhada, Asketen und Ulama, er ging raus aufs freie Land und ein Söldner begegnete ihn und fragte ihn, wo denn der Al-Umran sei. Al-Umran ist sozusagen die Stadt oder eigentlich Al-Umran ist so die belebte Stadt, wo Leben ist. Ne? Und er zeigte auf das Grab, da war in der Nähe ein Grab, nicht ein Grab, ein Friedhof. Und er zeigte mit der Hand auf das Friedhof, hier. Hier sind sie. Daraufhin war der Söldner erzürnt von dieser Aussage. Er wusste nicht, dass es Ibrahim ibn Adham ist und hat ihm eine über den Kopf gezogen. Hat ihn auf den Kopf gehauen. Und als er ihn informierte, dass er Ibrahim ibn Adham sei, Ibrahim ibn Adham war ein Name dort, hat er angefangen, seine Hände zu küssen. Und Ibrahim ibn Adham sagte, Als du mir auf den Kopf geschlagen hast, habe ich Allah Ta'ala für dich um das Paradies gebeten. Warum hat er, jemand schlägt dir auf den Kopf und du bittest für ihn, dass du bittest Allah Ta'ala, dass er ihn belohnen möge. Er sagte, denn ich wusste, mir war bewusst, dass ich dafür belohnt werde. Und ich wollte nicht, dass ich wegen dir belohnt werde und du wegen mir bestraft wirst. Tayyib. Jedenfalls, das sind Beispiele, einige wenige Beispiele, das eigentliche Maßstab ist aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam.